Ich bin Nora und für diesen Podcast treffe ich Menschen mit besonderen Schicksalen. Menschen, von denen wir zwar immer wieder in den Nachrichten hören, über die wir aber eigentlich wenig wissen, weil wir nur über sie, anstatt mit ihnen sprechen. Wenn ich mal eine Partnerin habe oder eine Person habe, die mir sehr nahe steht, versuche ich das immer so ein bisschen zu erklären. Die meisten sagen immer am Anfang, ja, ich habe totales Verständnis dafür. Aber wenn es halt wirklich zur Sache geht, haben immer alle sofort einen Stock im Arsch und sagen, nee, tut mir leid, ich möchte das nicht, ich kein Interesse. Ich kann es überhaupt nicht steuern. Ich möchte es gerne unterdrücken, ich möchte es gerne in mir halten oder so lange halt unterdrücken, bis ich halt irgendwie auf Toilette gehen kann, aber das geht ja nicht. Das ist schon eine totale Verzweiflung. Das ist Sam. Sam ist 22 Jahre alt und kommt aus dem Emsland in Niedersachsen. Seit seiner Geburt ist Sam nie trocken geworden. Mit ihm spreche ich über seine Inkontinenz, wie er seinen Alltag damit bestreitet und warum es so schwer für ihn ist, offen zu seiner Blasenschwäche zu stehen. MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten. Achtung, in dieser Folge spreche ich mit Sam auch über das Thema Suizid. Wenn Sie dieses Thema zu sehr belastet, hören Sie sich diese Folge bitte nicht an. Oder zumindest nicht allein. Wenn es eine Sache gibt, über die ich mir bisher überhaupt keine Gedanken gemacht habe, dann ist es vermutlich, auf die Toilette zu gehen. So wie Essen und Schlafen tue ich es einfach, weil ich im wahrsten Sinne des Wortes muss. Da ist dieses Druckgefühl im Darm oder in der Blase, nachdem ich etwas gegessen oder getrunken habe. Also geht es ab ins Badezimmer, auf die Darmtoilette am Arbeitsplatz oder im Sommer, wenn ich in der Natur unterwegs bin, auch schon mal ins Gebüsch. Auf die Toilette zu gehen, ob fürs kleine oder große Geschäft, fühlt sich für mich wie ein automatisierter Vorgang meines Körpers an. Ich kann ihn zwar nicht komplett aufhalten, aber zumindest zeitlich kontrollieren, sind gerade keine Örtlichkeiten in Sicht. Diese Kontrolle ist jedoch nicht selbstverständlich. Blasenschwäche, welche Sportarten geeignet sind und welche nicht. Leichte Blasenschwäche. 10 Tipps für den Alltag. Toilettentraining hilft bei Blasenschwäche und Inkontinenz. Blasenschwäche. Diese Getränke sollten Sie bei Harninkontinenz meiden. Inkontinenz bei Frauen. Welche OP hilft wem? Harnblasen-App soll Inkontinenz eindämmen. Stichwort Inkontinenz. Suche ich bei Google nach Artikeln zum Thema, stoße ich hauptsächlich auf Service-Seiten mit allerlei Tipps, wie die Kontrolle über die eigene Blase zurückerlangt werden kann. Bisher dachte ich, dass sich mit Inkontinenz hauptsächlich ältere Menschen, Schwangere oder Frauen kurz nach der Geburt herumschlagen müssen. Doch dann habe ich Sam kennengelernt. Sam ist jung, ein Mann und ganz offensichtlich nicht schwanger. Heute steht er offen zu seiner Blasenschwäche. Das Problem jedoch ist, sagt Sam mir schon gleich zu Beginn unseres Gesprächs, dass er damit meist nicht ernst genommen wird. Wenn es zum Gespräch kommt und wenn ich dann halt sage, hey, ich habe Inkontinenz, ist eine Art der Menschen immer so erschrocken und sagen so, okay, wirklich? Bist du dir wirklich sicher? Und die anderen sind immer so, nein, das hast du nicht. Nein, in dem Alter hat man das nicht. Aber viele wissen einfach nicht, dass man auch in meinem Alter, ich bin ja jetzt 22, dass man auch haben kann. Es betrifft jede Altersgruppe. Aber viele Leute kennen das halt leider nur bei Babys, bei Neugeborenen und auch bei Schwangeren, wenn die ein Kind gebären haben. Oder halt auch bei älteren Herrschaften tatsächlich. Oder auch bei Personen, die einen Unfall hatten oder jetzt am Rücken was kaputt ist, kann das ja auch oft passieren. Aber dass es auch Jüngere betrifft in meinem Alter, wissen tatsächlich sehr wenige, weil einfach niemand darüber spricht. Was ich auch krass finde, was du gerade gesagt hast, dass die Leute dir das dann auch absprechen, wenn du es dann mal erzählst. Also du hast das und jemand Fremdes dir gegenüber sagt, nee, das stimmt nicht, das hast du nicht. Wie erklärst du dir das? Ich kann mir, denke ich, vorstellen, dass viele einfach nicht wissen, dass auch viele junge Leute das, also die Inkontinenz auch haben. Und viele wissen es einfach nicht und die denken sie so, nee, das kann nicht sein, dass man in so einem jungen Alter das haben kann und versuche mal zu sagen, nee, du hast das nicht. Versuche mal vernünftiger mal auf die Toilette zu gehen. Geh mal öfters mal, auch mal regelmäßig oder trink mal weniger oder geh mal vernünftig mal zu einem Arzt. Und das ist nicht schön. Also wenn man schon, also ich als Beispiel, ich bin ja von klein auf auch schon zu Ärzten gegangen. Ich habe ständig Kopfzerbrechen wegen diesem Problem, also jeden Tag, auch heute noch. Und wenn jemand neben mir steht und sagt, nee, du hast keine Inkontinenz, das ist schon, das tut weh. Das kann ich mir vorstellen.
Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, würde ich dich bitten, dass du mir noch mal kurz erklärst, was das eigentlich ist. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es vielleicht alle wissen. Also was ist Inkontinenz? Also es gibt zwei Arten von Inkontinenz. Es gibt einmal die Stuhlinkontinenz und einmal die Harninkontinenz. Also Inkontinenz im Großen und Ganzen heißt eigentlich, dass man halt seinen Stuhl oder seinen Urin nicht mehr halten kann. Gesunde, in Anführungsstrichen gesunde Menschen können das ja, also können halt auch regelmäßig auf die Toilette gehen, es auch einhalten. Und Personen, die Inkontinenz haben, die können das leider nicht. Die können dann halt ihren Urin nicht halten oder ihren Stuhl nicht halten. Und welche Art von Inkontinenz hast du? Ich habe die Urininkontinenz. Okay, also Stuhlgang ist kein Problem, das geht. Das geht, ja. Ich habe dich gerade schon mit dem Klischee konfrontiert, ne? Also Inkontinenz betrifft nur Frauen, Schwangere und ältere Menschen. Und du bist ja jetzt alles andere als das. Und deswegen würde ich dich gerne auch nochmal fragen, was ist denn dran an diesem Klischee? Bist du ein Einzelfall? Nein, ich bin kein Einzelfall. Es gibt, also im Schnitt gibt es in Deutschland 8 Millionen Menschen, die Inkontinenz haben. Die Dunkelziffer ist viel, viel höher, auch bei Menschen in meinem Alter oder Personen in meinem Alter. Seitdem ich auch sehr öffentlich auch auf Social Media bin und darüber auch aufkläre, weiß ich tatsächlich erst, dass es auch in meinem Alter Personen gibt, die das Problem haben. Also dieses Klischee, dass halt nur ältere Herrschaften oder nur Schwangere oder nur Kinder Inkontinenz haben, stimmt auf gar keinen Fall. Es betrifft jedem oder es kann jedem betreffen, egal welche Altersklasse oder welches Geschlecht etc. Warum ist es aus deiner Sicht ein Tabuthema? Es spricht leider niemand darüber. Das ist, ich habe irgendwie auch das Gefühl, wenn ich auch so ein bisschen auch die Social Media Kanäle sehe oder auch Fernsehen anmache und mir das so ein bisschen angucke, es redet niemand darüber. Es hat auch jeder auch das Gefühl, irgendwie auch Angst darüber zu sprechen, weil immer wenn etwas den Körper betrifft, sind alle sofort still, habe ich das Gefühl. Also wenn es als Beispiel diese Themen halt, Erektionsstörung zum Beispiel, redet auch niemand darüber, aber viele leiden darunter oder auch viele andere körperlichen Probleme, man schweigt da lieber, weil man einfach Angst hat, dass man ausgegrenzt wird. Inkontinenz ist ein großes Tabuthema. Warum ist das so, habe ich Sam gefragt. Und ich denke, es liegt nicht nur an der Tatsache, dass es um unseren Körper geht. Für mich ist der Toilettengang was total Intimes. Etwas, was ich wirklich nur allein tue. Und damit ist es vielleicht sogar noch intimer als Sex. Und ganz ehrlich, wie oft sprechen wir mit anderen ganz konkret über unsere Ausscheidungen? Wie leicht oder wie schwer fällt es euch, über eure Ausscheidungen zu sprechen? Tatsächlich sehr schwer, weil es ein sehr intimes Thema ist. Zum einen werde ich selten danach gefragt, außer vielleicht beim Arzt. Da fällt es mir eigentlich ziemlich einfach, so, weil beim Mediziner ist das irgendwie kein Problem. Aber sonst spricht man da nicht drüber irgendwie. Warum ist es denn so schwierig? Weil eigentlich ist es doch völlig normal, dass jeder Mensch früher oder später mehrmals am Tag auf Toilette muss. Warum redet man nicht drüber? Ausscheidung hat was mit einem Intimbereich zu tun. Und Intimbereich, da sprechen halt die Menschen nicht drüber. Ich bin Papa von einem kleinen Sohn und interessanterweise redet man mit dem anderen Elternteil total offen über die Ausscheidung von seinem kleinen Kind, weil man irgendwie sich damit ständig auseinandersetzen muss. Und ich glaube einfach, dass irgendwann fängt es an, dass das mit Scham besetzt wird, das Thema. Ich denke auch, das hat was mit der Erziehung zu tun. Irgendwann lernen die Kinder ihre Umwelt kennen und spielen sicherlich auch mal mit ihren Exkrementen. Wie reagieren Mama, Papa? Wie reagieren Oma, Opa? Doch nicht, ja, machst du toll, sondern eher in die Richtung, nein, und das ist eklig und das spülen wir weg. Ich frage mich noch, ob dieser Ekel auch so ein bisschen wie so angeboren ist oder genetisch einprogrammiert ist. Also auf die Idee komme ich gerade, weil ja Babys auch gerne ihre Kacke untersuchen in der analen Phase. Und ich glaube, wir sollen das von Natur aus vielleicht nicht unbedingt essen. Und ich denke mal, dass das deswegen auch vielleicht so eine gewisse Abneigung hervorruft und auch nicht für uns gut riecht.
Von Harninkontinenz sind deutlich mehr Menschen betroffen als von Stuhlinkontinenz. Laut Deutscher Kontinenzgesellschaft hierzulande mehr als 9 Millionen Menschen. Dabei wird von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen, weil viele Betroffene schlicht nicht zum Arzt gehen. Andere Quellen lassen verlauten, dass etwa ein Viertel aller Frauen inkontinent sind und rund 11% aller Männer. Und bei Frauen ist Inkontinenz noch häufiger als Diabetes oder Bluthochdruck. Umso mehr wundere ich mich, dass das Thema in meinem Umfeld bisher nicht aufgetaucht ist. Wann ging es bei dir los mit deiner Blasenschwäche? Also ich habe das von Geburt an schon. Also ich war nie trocken. Ich war immer inkontinent. Wenn man ein Baby ist, das ist ja noch was ganz Normales. Aber ab dem Alter von circa 3 Jahren hat meine Mutter schon gemerkt, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwas ist da, irgendwas falsch. Warum kann ich das nicht einhalten? Warum kann ich das nicht kontrollieren? Und ab dem Alter von ungefähr 3, 3,5 Jahren sind wir dann auch zu unzähligen Ärzten gegangen und da fing auch der ganze Ärztematerium an. Schon als du 3 warst? Genau. Ich habe ja selbst ein Kleinkind zu Hause, mein Sohn ist 1,5 und da geht jetzt das Thema Trockenwerden auch so langsam los, sage ich jetzt mal. Und ich lese immer wieder in Elternratgebern zum Thema Trockenwerden, dass man das nicht beschleunigen kann durch Töpfchentraining oder was auch immer, sondern dass das so ein ganz natürlicher Reifungsprozess ist. Kann es also bei dir sein, dass dieser Prozess aus welchen Gründen auch immer einfach nicht eingetreten ist? Ich denke, also meine Mom hat natürlich auch vieles versucht, Toilettentraining oder keine Windel mehr benutzt oder halt auch stundenmäßig immer aufs Töpfchen gegangen oder auch aufgeschrieben, wann ich gewesen bin, wie viel etc., um auch so ein bisschen planen zu können. Also an meiner Mama kann das nicht liegen, dass es nicht passiert ist oder dass ich dieses Timing halt nicht hatte. Ich habe eher den Verdacht, dass mein Körper irgendwie sich denkt, okay, lieber nicht. Nein, danke. Du hast jetzt gerade erzählt, als du 3 warst, habt ihr dann angefangen, nach Ursachen zu forschen, deine Mama und du. Wie genau ging das los? Was genau waren so die ersten Reaktionen von ärztlicher Seite? Ganz am Anfang waren wir erst bei meinem Hausarzt, weil meine Mutter auch nicht wusste, dass es spezielle Ärzte gibt oder ob es die halt überhaupt gibt. Und ab dem Alter von 3 Jahren haben die Ärzte mal gesagt, okay, sie ist noch jung oder das Kind ist noch jung, müssen noch ein bisschen abwarten, das wächst sich höchstwahrscheinlich raus und haben sich überhaupt die Ärzte gar keine Gedanken drüber gemacht, dass es eventuell doch ein bisschen länger dauert bei mir. Bis ich halt ungefähr 6 Jahre alt war, war das halt so, dass die Ärzte gesagt haben, nee, das wächst sich raus, das ist gar kein Problem, es kann ja mal passieren, aber das ist leider nicht so geblieben. Und dann gab es ja auch bestimmte Maßnahmen, sage ich jetzt mal, was die Ärzte dir dann verordnet haben. Genau. Das hattest du mir im Vorgespräch schon erzählt. Magst du mal kurz erzählen, was das war? Einerseits gab es eine Klingelhose. Was genau ist das? Also man bekommt von einem Arzt, also das haben wir von unserem von einem speziellen Kinderarzt bekommen, so eine kleine Box mit 3 Unterhosen drinne und die an der Seite so einen kleinen Sensor haben. Und wenn die Unterhose oder der Sensor merkt, okay, das ist jetzt ein Tröpfchen Urin in der Hose, fängt die Hose laut Hals an zu piepen. Oh Gott. Also sehr laut. Die Idee hinter der Klingelhose ist, das Kind dann halt anzuregen, dass es aufsteht und zur Toilette rennt. Und neben der Toilette gibt es auch so einen kleinen Minisensor, den man dann an das Plättchen an der Hose dran halten muss, damit dieses Piepen aufhört. Problem ist leider, ich bin halt jemand, der sehr schnell oder sehr lange schläft und auch sehr tief. Die Klingelhose hat bei mir nichts gebracht. Meine ganze Familie war über Wochen hinweg hellwach und ich habe komplett durchgeschlafen. Okay, weil du die auch nachts getragen hast und dann dich quasi nachts eingenässt hast, aber das gar nicht gemerkt hast, dass die Hose klingelt. Genau. Wie alt warst du da, als du diese Hosen tragen musstest? Ich glaube 3 oder 4 Jahre. Also sehr, sehr jung. Musstest du die immer tragen, auch im Kindergarten? Nein, die habe ich immer nur nachts getragen. Also wenn es im Kindergarten wäre, wäre es, glaube ich, ein bisschen kritisch gewesen, weil sonst wäre die halt immer nur am Dauerpiepen gewesen. Ja, ich stelle mir das einfach auch vor, dass man damit jetzt, also Stichwort Mobbing und Hänseleien, also mit so einer Hose, würde man ja auch krasse Reaktionen wahrscheinlich auslösen, ne, bei anderen. Stichwort Kindergarten. Wie haben denn in der Zeit andere Kinder und auch Erzieher, Erzieherinnen auf deine Blasenschwäche reagiert? Also was die Kinder sich gedacht haben, weiß ich leider nicht. Ich habe im Kindergarten nie Freunde gehabt oder mich nie mit jemandem gespielt oder mich mit ihnen jemandem unterhalten.
Im Nachhinein taten mir meine Erzieher im Kindergarten sehr leid, dass sie mich hatten vor 1,5 Jahren. Ich war insgesamt 1,5 Jahre im Kindergarten, weil gefühlt eine Erzieherin für mich zuständig war und eine andere Erzieherin für den Rest der Bande, weil ich gefühlt nur am Dauerumziehen war. Ich musste mich auch teilweise auch duschen, weil es auch manchmal so schlimm war. Musstest du dann in der Kita keine Windeln tragen oder hast du da dann noch Windeln getragen als Dreijährige? Nee, da habe ich keine Windeln getragen. Das gab's auch also meiner Größe halt leider nicht, weil ich etwas pummeliger war. Deswegen hatte ich da nie Utensilien gehabt. Also ich hatte halt nur eine ganz normale Unterhose gehabt und ganz normale Hosen. Und für einen Kindergartentag hatte ich immer vier komplette Hosen und 4 komplette Unterhosen zum Wechseln. Und die habe ich teilweise immer komplett verbraucht. Wie hat sich das denn, wenn du versuchst, ich meine, das ist jetzt wirklich eine ganze Weile her und oft hat man ja auch gar nicht mehr so viele Erinnerungen an diese frühe Zeit, aber wenn du dich trotzdem nochmal versuchst, so zurückzuerinnern, wie hat sich das denn damals für dich als Kind angefühlt, wenn die Hose mal wieder nass war? Nicht schön. Überhaupt nicht. Also ich war sowieso schon ein extrem schüchternes Kind. Ich war schon immer alleine und wenn man 24/7 im Kindergarten eine Erzieherin hatte, hinter einem, um zu gucken, okay, ist da jetzt was passiert? Und dann immer die Gesichter auch von den anderen Kindern zu sehen, okay, ist das wieder passiert oder irgendwas ist jetzt passiert, da ist sie jetzt wieder weg. Es war nicht schön. Ich war sowieso schon ausgegrenzt von der Kita und jetzt aufgrund der Inkontinenz wurde es halt noch extrem schlimmer. Also ich war auch nicht komplett integriert und ich saß immer teilweise nur in der Ecke und habe mich selbst unterhalten. Ich kann nur erahnen, wie sich Sam als Kind gefühlt haben muss. Immer allein zu sein, nicht unbeschwert mit anderen spielen zu können, aus Angst, die Hose könnte wieder nass werden und man könnte sich blamieren. Das klingt für mich alles andere als nach einer unbeschwerten Kindheit. Als er in die Schule kommt, fällt es Sam nach wie vor schwer, Freunde zu finden. Er bleibt für sich, kapselt sich ab, auch auf Klassenfahrten fährt er nicht mit. Bis auf seine Klassenlehrerin weiß auch niemand in der Schule davon. Und leider ist die Inkontinenz nicht das einzige Päckchen, das Sam zu tragen hat. Magst du nochmal erzählen, was für Päckchen oder ich sag mal vielmehr Pakete es sonst noch bei dir gibt in deinem Leben? Also ich bin psychisch erkrankt, ich habe mehrere psychische Diagnosen, weswegen ich auch knapp ein halbes Jahr in stationärer Therapie war und knapp 4,5 Jahre in ambulanter Therapie. Ich bin transsexuell, also von Frau zu Mann, deswegen auch die etwas höhere Stimme als ein Mann. Genau. Ich habe meinen Vater mit 13 Jahren verloren durch Suizid, weswegen ich auch in der Schulzeit auch gemobbt worden bin und auch fertig gemacht worden bin und ausgelacht worden bin. Genau, und auch wegen meinem Aussehen tatsächlich, weil ich nicht so aussehe wie die Norm entsprechend. Also mit den kurzen Haaren, mit den ganzen Piercings, ich habe viele Tattoos, trage auch nicht so in Anführungsstrichen normalen Klamotten. Also ich trage halt nur Basic-Hoodies oder normale T-Shirts, alles komplett in Schwarz, auch Hosen. Und viele finden das nicht normal oder okay, wie ich halt so rumlaufe. Du hast jetzt gerade 3 ziemlich heftige Dinge so runtergerattert. Und ich habe gerade das Gefühl, man könnte wahrscheinlich zu jedem dieser Themen noch eine einzelne Podcast-Folge aufnehmen. Das erste waren verschiedene psychische Erkrankungen. Magst du kurz aufzählen, welche genau das sind? Also ich habe einmal eine posttraumatische Belastungsstörung, kurz PTBS. Ich habe eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung Typ Borderline oder auch kurz Borderline. Ich habe eine Essstörung namens Binge Eating und ich habe noch eine Depression. Und diese, die posttraumatische Belastungsstörung, geht die dann, das wäre das zweite, wo ich dich nochmal drauf ansprechen wollte, auf den Suizid deines Vaters zurück? Unter anderem. Also ich hatte nicht so eine leichte Kindheit gehabt, sage ich auch mal so, mein Vater war nicht so der Vater, wo man sagen kann, okay, das ist der beste Vater, den man je haben kann. Wir hatten auch nicht so eine wunderschöne Verbindung zueinander gehabt. Es war auch manchmal auch sehr schwierig, aber ich muss auch dazu sagen, er hatte auch selbst nicht so eine leichte Kindheit gehabt. Genau, und in seiner Familie ist auch sehr vieles passiert, weswegen er sich höchstwahrscheinlich auch suizidiert hat. Und dazu kommt dann eben auch noch ein Thema, über das wir auch in diesem Podcast in einer anderen Folge schon mal ausführlichst gesprochen haben, das ist deine Transidentität. Seit wann ist das bei dir so? Wusstest du immer schon, dass du dich eigentlich als Mann fühlst? Also ich wusste wahrscheinlich, also ich habe das
im Gefühl schon von klein auf. Ich habe mich immer schon in Anführungsstrichen anders gefühlt. Ich wollte als kleines Kind immer schon Jungsklamotten tragen. Ich wollte immer Latzhosen tragen, mit Jungs spielen oder auch mit Autos spielen. Das durfte ich nicht. Ich durfte immer nur mit Puppen spielen oder auch pinke Sachen tragen. Ja, das war einfach nicht sehr schön. Und genau, das habe ich immer so ein bisschen versucht zu verdrängen, weil auch in meiner Familie war das so, dass, oder auch im Verwandtenkreis, sehr viele homophobe Personen sind, die immer gesagt haben, also sehr viele homophobe Dinge gesagt haben, wo ich gesagt habe, okay, ich verschweige es lieber oder ich lasse es lieber in mir drinne, bis ich den Zeitpunkt finden kann, wo ich mich wirklich outen kann und sagen kann, okay, hier bin ich, das bin ich, und wenn ihr ein Problem damit habt, dann ist es halt so, und dann seid ihr für mich keine Familie mehr. Du bist jetzt geoutet. Genau. Seit wann? Seit dem 2.1. diesen Jahres. Oh, okay, noch ganz frisch. An welchem Punkt in deiner Transition befindest du dich denn aktuell? Also noch komplett am Anfang. Also ich bin gerade dabei, einen Therapeuten zu suchen, aufgrund der Hormone, weil ich möchte gerne mit Hormonen anfangen. Und bin auch gerade dabei, einen Trans-Lebenslauf zu schreiben, den man dafür benötigt, um die Hormone auch beantragt zu bekommen oder bestätigt zu bekommen von der Krankenkasse und auch für die nächsten weiteren Operationen, die vorstehen. Das planst du auch? Also du möchtest auch dich operieren lassen an einem bestimmten Punkt? Genau, ja. Nun sind das alles ja wirklich sehr große, ich nenne es jetzt wirklich mal so ganz ja salopp, Pakete. Also zum einen die Transidentität, dann den schweren Schicksalsschlag mit dem Suizid deines Vaters, diverse psychische Erkrankungen. Da kommt bei mir natürlich automatisch die Frage auf, ob deine Blasenschwäche, wenn wir jetzt mal wieder zurück beim Thema sind, vielleicht auch damit zusammenhängen könnte. Am Anfang dachten das auch viele, dass es damit zusammenhängt, dass die ganzen Sachen, die passiert sind oder die ich auch psychisch bedingt habe, dass die auch damit auch ein bisschen zusammenpassen. Ich war unter anderem auch deswegen auch in der Klinik, oder ich habe auch mich damit auch mit meiner Therapeutin unterhalten, und da sind wir auch nach knapp einem halben Jahr stationär und oder diese 4,5 Jahre ambulant zu dem Punkt gekommen, dass es nichts psychisch bedingt zu tun hat, also meine Inkontinenz. Also dass es halt andere ein anderes Problem hat, warum ich die Inkontinenz habe. Was aber bis heute niemand weiß. Genau. Zugegeben, es fällt mir sehr schwer nachzuvollziehen, wenn Sam mir sagt, dass seine Blasenschwäche so gar nichts mit seinen psychischen Erkrankungen zu tun hat. Aber ich bin weder Ärztin noch Psychotherapeutin. Wer bin ich also, das zu beurteilen? Unbestritten ist aber, dass emotionale Belastungen Einfluss auf unsere Blase und auch unseren Darm haben können. Ich kenne das selbst von mir. Zu Studienzeiten musste ich vor einer Prüfung gefühlt 5-mal aufs Klo. Und auch noch heute melden sich Blase oder Darm zuverlässig, wenn ich gestresst oder aufgeregt bin. Schon als Kind klappert Sam mit seiner Mutter die verschiedensten Ärzte ab, in der Hoffnung, dort Antworten auf die Frage zu finden, warum er einfach nicht trocken wird. Bis heute, erzählt er mir, war er bei bestimmt 15 verschiedenen Fachärzten, zig Heilpraktikern und Alternativmedizinern. Also wir waren erstmal bei meinem Hausarzt, der konnte uns nicht mal weiterhelfen. Dann waren wir bei vielen verschiedenen Urologen, ich glaube bei 4, 5 Stück waren wir. Dann waren wir bei Kinderärzten, die im Krankenhaus waren, die sich auch mit dieser Thematik eigentlich ganz gut auskannten oder die gesagt haben, dass sie sich damit auskennen. Und dann waren wir auch in vielen verschiedenen Krankenhäusern, wo ich Untersuchungen durchmachen musste. Was wurde denn alles untersucht bei dir? Also einmal mein kompletter Körper. Ob das da irgendwie eine Fehlbildung gibt, am Rücken zum Beispiel oder im vorderen Blasenbereich. Dann gab es viele verschiedene Blasenspiegelungen, die gemacht worden sind. Oder auch, Blasenultraschall wurde öfters gemacht. Also ich glaube, 20 Mal am Maximum mindestens. Kannst du dich denn an irgendwelche Gespräche erinnern oder irgendwelche Prognosen, Erklärungen? Also Ärzte können ja oft dann auch viele Dinge erzählen oder vermuten. Da muss doch irgendwann mal irgendwie eine Ursache genannt worden sein. Oder also die Frage wäre, was haben die Ärzte euch zu den Ursachen deiner Inkontinenz gesagt? Also am Anfang wurde uns immer gesagt, dass es sich herauswächst, als ich etwas jünger war. Und je mehr ich halt zu Ärzten gegangen bin, waren die Ärzte teilweise einfach so verzweifelt, dass es sogar einen Arzt gab, der mich einfach nur angeguckt hat und meinte dann,
du hast einen Gendefekt, deswegen hast du die Inkontinenz. Und dann hat er uns einfach nur rausgeschickt. Ja. Wie hat sich das angefühlt damals für dich? Das war ein Schock. Also nicht nur für mich, sondern auch für meine Mutter, weil sie einfach so große Hoffnung hatte bei diesem Arzt, weil wir einfach selbst nicht wussten, was wir machen sollen, was wir tun können. Und wenn ein Arzt uns einfach sagt, okay, ich kann euch helfen, ich versuche euch zu helfen, und dann einfach am Ende dann sagt, okay, du hast einen Gendefekt, deswegen hast du die Inkontinenz, obwohl er mich überhaupt nicht untersucht hat, kein Blut abgenommen, da haben wir uns auch schon ein bisschen verarscht gefühlt. Hm. Wie alt warst du da? Da war ich ungefähr 7 oder 8 Jahren. Ja. Das schockiert mich tatsächlich, wenn du das so erzählst, weil ich immer denke, ne, du sagst am Anfang unseres Gesprächs, es betrifft so viele Menschen. Mhm. Und es ist ja jetzt nun keine super seltene, unbekannte Krankheit oder so, über die wir hier gerade reden. Also, ne, Inkontinenz. Mhm. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da bisher niemand, auch nur im Ansatz, dir hat helfen können und sagen können, hier, daher kommt's und das kann man dagegen tun. Es liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch nicht den perfekten Arzt gefunden habe. Wir waren halt hauptsächlich halt nur im Emsland unterwegs. Und wenn nötig oder wenn es einen Arzt halt außerhalb gab, dann sind wir auch mal dahin gefahren. Aber der hatte uns auch mal sehr wenig Hoffnung gemacht, bis wir einfach so verzweifelt waren und wir einfach bei Heilern waren und wo wir teilweise auch bis nach Bayern gefahren sind. Ja. Magst du da nochmal vielleicht kurz drauf eingehen? Also was für Heiler waren das und was haben die mit dir gemacht und was haben die gesagt? Also wenn ich die Heiler auch zusammenpacken kann, wir waren einmal bei Hypnotiseur, also Leute, die halten Leute in Hypnose. Genau, da waren wir öfters. Das Einzige, was halt gebracht hat, ist 60 Euro pro Sitzung und ich konnte halt eine Dreiviertelstunde eigentlich ganz gut schlafen und das war's. Genau, und dann hatten wir noch Akupunktur versucht. Bis meine Mutter dann einfach so verzweifelt war, weil es hat einfach überhaupt nichts funktioniert. Bis wir dann einfach in Bayern waren, haben wir ein paar Familienangehörige besucht und uns wurde eine russische Heilerin empfohlen. Und die meinte dann auch, ja, ich werde euch helfen, ich kriege das auf jeden Fall hin. Und ich glaube, ich weiß leider überhaupt nicht mehr, wie alt ich war. Also ich war da sehr, sehr jung, saß ich bei ihr im Bett, also bei ihrem Schlafzimmer neben meiner Mutter und die hat irgendwas auf Russisch rumgebrabbelt. Also ich habe es überhaupt nicht verstanden, weil sie einfach so genuschelt hat, hat ihre Hände auf meinem Bauch gehalten und irgendwie so kreisend bewegt und meinte dann, ja, das müssen wir, wenn ihr im Emsland wieder seid, nochmal wiederholen, aber per Telefon. Ja, das Einzige, was es halt nun gebracht hat, wir haben sehr viel Geld dafür bezahlt. Und hier auch nochmal die Frage, warum, glaubst du, konnte und kann dir bis heute niemand helfen, niemand sagen, woran es liegt, dass du bis heute inkontinent bist? Wenn ich selber wüsste, tatsächlich. Also wenn, kann sein, dass ich noch nicht den perfekten Arzt gefunden habe. Es gibt ja viele Ärzte in Deutschland und um Deutschland herum. Was sind denn allgemein Ursachen für Inkontinenz? Also es gibt viele verschiedene Ursachen. Es gibt Personen, die das ja von Geburt an haben, bezüglich einer Fehlbildung am Rücken und an anderen Bereichen. Viele haben das auch nach einer OP, die misslungen ist, als Beispiel, oder auch durch Unfälle. Aber es gibt auch so Dinge wie Blasensenkung oder eine verkürzte Harnröhre. Da kann man auch Harninkontinenz bekommen. Bist du denn dann ein Sonderfall, weil all diese Ursachen auf dich nicht zutreffen? Ich denke schon. Also ich wurde halt über diese ganzen Themen halt auch untersucht. Also Harnröhrenverkürzung und Verengung etc. Und da hat bis jetzt keiner was gefunden. Wann war für dich der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, so, jetzt ist gut, jetzt kein Arztbesuch mehr? Das war mit 17 Jahren. Da war ich in einer Psychiatrie für 3 Monate und da habe ich eine Traumatherapie gemacht. Da habe ich halt mehrere Sitzungen gemacht. Unter anderem gab es einen Teil oder ein Kapitel von dieser Therapie, wo ich nenne das halt immer so, akzeptiere dich so, wie du bist. Weil das konnte ich in meiner Kindheit nie, auch aufgrund meiner Inkontinenz und von den anderen Dingen, die ich halt erlebt habe. Und da haben wir halt diese Sitzung gemacht. Und nach der Sitzung bin ich aus dem Therapieraum rausgegangen. Und wie so ein Schalter, der in meinem Kopf umgeschaltet ist, habe ich so gesagt, okay, fuck it. Ich akzeptiere alles. Ist mir scheißegal, was andere dazu sagen. Und ab dem Zeitpunkt tatsächlich habe ich wirklich alles akzeptiert und habe mein Leben um 180 Grad gedreht. Das hat dir da quasi geholfen, dich so
ja, davon, von deinen Problemen frei zu machen, kann man das so sagen? Die Therapie hat mir mein Leben gerettet. Mit Hilfe der Therapie schafft es Sam, die Inkontinenz als einen Teil seines Lebens zu akzeptieren. Er macht seinen Hauptschulabschluss und startet ein berufsvorbereitendes Jahr im Bereich Floristik an einer Berufsschule. Dort freundet er sich auch mit einem Mädchen an, die bis heute seine beste Freundin ist. Doch nach wie vor gibt es Momente, in denen die Inkontinenz wie ein großer, unverrückbarer Klotz zwischen Sam und seinem ganz normalen Leben steht. Vor allem dann, wenn er sich verliebt. Also ich war sowieso vom Kopf her nicht so der Mensch nach dem Motto, okay, jetzt sofort ein Freund oder eine Freundin oder eine Partnerin an meiner Seite oder sofort mit jemandem in die Kiste steigen, dass ich war sowieso ein Mensch, der sehr schweigsam war oder sehr still war. Das bin ich heute tatsächlich immer noch. Wie ist es heute? Also welche Rolle spielt deine Inkontinenz in deinem Liebesleben heute? Eine sehr große Rolle. Leider. Also ich wünsche mir immer noch, dass es noch ein Thema ist, wo ich nicht mal so oft diskutieren muss. Aber wenn ich mal eine Partnerin habe oder eine Person habe, die mir sehr nahe steht oder wo ich halt merke, okay, ich habe eine Partnerin jetzt an meiner Seite und ich versuche das immer so ein bisschen zu erklären. Die meisten sagen immer am Anfang, ja, ich habe totales Verständnis dafür, ich akzeptiere das total. Aber wenn es halt wirklich zur Sache geht, haben immer alle sofort einen Stock im Arsch und sagen, nee, tut mir leid, ich möchte das nicht, kein Interesse. Hast du gerade eine Partnerin oder einen Partner? Nein. Und mal so ganz doof gefragt, kann man auch mit Blasenschwäche ganz normal Sex haben? Ja, also für mich ja. ich kann halt nur, wie gesagt, halt nur von mir sprechen. Man muss viel Vorbereitungsarbeit machen davor, finde ich. Wie sieht die Vorbereitungsarbeit aus? Also ich hatte das Glück, dass meine Partnerin immer weit weg gewohnt haben. Dass ich mich sowieso vorbereiten musste für die Zugfahrt und also halt weniger trinken und oder reduziertes Trinken. Und wenn ich halt merke, okay, es wird eventuell passieren, dass ich halt weniger trinke, weil aufgrund dessen, wenn es halt wirklich zur Sache geht, habe ich wirklich überhaupt gar keine Kontrolle mehr. Und es kann passieren, dass halt mehr läuft als normal. Also du könntest auch beim Sex nicht kontrollieren, ob sich deine Blase entleert oder nicht? Nein. Und da ekeln sich auch sehr viele Leute drum, weil die halt merken, okay, nee, das ist mir zu eklig, das finde ich einfach zu widerlich und deswegen lasse ich mal lieber die Pfoten von dir. Wie haben denn bisher deine Partnerinnen jetzt auch darauf bezogen reagiert? Hast du überhaupt schon mal die Erfahrung gemacht, dass es auch mal eine Partnerin gab, ja, die da ganz locker mit umgegangen ist? Nein, leider nicht. Noch nie? Nee. Deswegen haben die meisten Beziehungen auch nur sehr kurz gehalten. Wie gehst du dann, ich meine, ich höre da so ein bisschen raus, ich bin irgendwie gerade sehr betroffen, das tut mir einfach unfassbar leid. Ach, für mich, also ich muss auch dazu sagen, wenn viele Leute sagen, oh, es tut mir leid oder so, für mich ist das klingt irgendwie blöd, aber normal. Wenn Leute zu mir sagen, okay, das ekelt mich, mit so einer Person halt zusammen zu sein, dann ist es so, okay, dann ist es halt so, dann habe ich halt noch eine Person halt so kennengelernt, die halt so ist. Klingt jetzt blöd, aber es ist für mich Alltag geworden. Sam klingt für mich, als mache er sich gar nichts daraus. Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass da doch mehr Schmerz hintersteckt. Wie würde es mir gehen, immer wieder zurückgewiesen zu werden für ein körperliches Problem, für das ich überhaupt nichts kann? Ich wäre einfach nur gekränkt. Ich frage Sam, wie er damit umgeht, ob er Strategien entwickelt hat, dass ihn das nicht jedes Mal völlig runterzieht. Sam sagt zu mir, es ist halt einfach so. Es ist Teil meines Alltags geworden. Gibt es überhaupt Therapien für Menschen mit Inkontinenz? Also es gibt Therapien. Also es gibt einerseits Beckenbodentraining. Dann gibt es auch viele andere Methoden, wie zum Beispiel, man kann sich auch Botox in den Blasenmuskel einspritzen lassen, die auch dafür helfen, dass man halt nicht mehr so oft den Urin verliert. Es gibt auch online zu bestellen so Yoni-Eier, das sind so kleine Steine, ich weiß nicht, ist aber aus Rosenquarz zum Beispiel, die man sich dann als Frau dann einführen kann, die dann auch so ein bisschen den Beckenboden stimulieren und auch ein bisschen anregen. Und sonst gibt es auch viele Operationen, die einem dabei helfen.
Hast du irgendwas davon schon mal ausprobiert? Beckenbodentraining habe ich mal gemacht, mehrere Male, also auch über Jahre hinweg. Und aktuell bin ich am Überlegen, ob ich diese Joni-Eier mal ausprobiere. Aber ich muss noch überlegen, ob ich das mache. Aber gebracht ja. Hat bisher Beckenbodentraining bei dir nichts, nehme ich mal an? Nein, leider nicht. Wie sieht es bei einer OP aus? Käme das für dich in Frage? Und was genau würde man da operieren? Also es gibt viele verschiedene Methoden. Was ich mir auf jeden Fall gerne wünsche, wenn es wirklich keine Heilungschancen bei mir gibt, ich wünsche mir gerne einen Mindpouch. Das ist ein Katheter, der über die Bauchdecke geht, damit ich endlich nicht mehr diese Schmerzen habe bezüglich der ganz ständigen Blasenentzündungen oder wenn ich mal wieder diese ganzen Schmerzen habe. Und das ist auch viel einfacher auch für mich, halt auch alles zu kontrollieren. Magst du mir vielleicht mal versuchen zu erklären, wie genau Blasenschwäche sich eigentlich anfühlt? Oh Gott. Das ist nämlich echt schwer, glaube ich, nachzuvollziehen für jemanden, der das nicht hat. Ne? Also man denkt ja, ich persönlich denke überhaupt nicht darüber nach, ob ich jetzt auf Toilette muss oder nicht. Ich fühle was und dann gehe ich und fertig aus. Und danach ist der Druck halt weg. So. Deswegen habe ich mich echt wirklich jetzt auch in Vorbereitung auf unser Gespräch gefragt, ja, wie fühlt sich das an? Gibt es da überhaupt ein Gefühl? Unterschiedlich. Also es kommt immer drauf an, wie mein Tag gerade ist oder was ich aktuell mache. Als Beispiel, wenn ich jetzt aufstehe zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei Anführungsstrichen gesunden Menschen ist. Man bleibt ja eventuell noch so 5 Minuten liegen, man streckt sich ja so schön, man genießt so den Morgen. Und bei mir ist es so, ich stehe auf und ich genieße den Morgen nicht. Ich springe gefühlt aus dem Bett. Also mit einem Schwung aus dem Bett raus, um zu gucken, okay, ist jetzt was passiert oder nicht, weil ich das nachts überhaupt nicht merke. Genau, aber wenn ich halt tagsüber unterwegs bin, merke ich selten was. Ich merke es wirklich nie. Ich merke es halt nur, wenn es halt schon läuft. Okay, also dieses Druckgefühl, das kennst du nicht, das hast du nicht. Nee, habe ich nicht. Das ist ja auch so ein bisschen wie, man ist nicht Herr des eigenen Körpers. Wie empfindest du das? Genauso. Ich hab gar kein Gefühl mehr, ich habe gar keine Kontrolle bei überhaupt nichts. Und ich muss auch immer sehr viel, auch bei vielen Dingen auch achten oder auch bei sehr vielen Dingen auch aufpassen. Wo andere denken oder gesunde Menschen in Anführungsstrichen auch denken, okay, das ist für mich halt Alltag, das ist halt, so mache ich das halt, wo ich halt immer aufpassen muss. Wo zum Beispiel musst du aufpassen? Wenn ich halt schlafen gehen möchte, mehrere Stunden vorher überhaupt nichts trinken. Oder auch, wenn ich halt jetzt plane, irgendwo jetzt in eine ländliche Region halt zu fahren, wo ich halt weiß, okay, es gibt da keine Toiletten. Also ich habe immer eine Schutzhose immer parat, immer in meinem Rucksack. Man weiß nie, ob meine Blase jetzt sagt, okay, heute produziere ich halt mehr oder lauf ich halt mehr aus oder nicht. Das ist einfach, das klingt irgendwie nach sehr viel Planerei und ich stelle mir vor, das ist für deinen Körper bestimmt auch nicht angenehm, dann auf einmal auf Kommando jetzt nicht mehr so viel zu trinken, wie du eigentlich bräuchtest. Nee, leider nicht. Es ist auch schwierig. Also am Anfang war es sehr katastrophal, aber wenn man das auch jahrelang macht, gewöhnt man sich auch dran und man hat auch so seine Tricks. Zum Beispiel, wenn ich halt auch so das Gefühl habe, ich muss auch viel trinken, kaue ich Kaugummis, weil Kaugummis regen ja auch so diesen Speichelfluss an und habe ich immer das Gefühl, okay, ich muss auch nicht mal so viel trinken. Wie wirkt sich das auf deinen Körper aus? Nicht schön. Also ich bin nicht mehr so motiviert, ich habe nicht mehr so die Motivation oder auch diese also ich kann auch sehr viel tragen oder sehr viel schleppen. Das kann ich in diesen Zeitraum auch überhaupt nicht, weil ich einfach nicht mehr diese Kraft dazu habe. Und ich bin auch extrem müde über die ganze Zeit hinweg, weil ich einfach nichts trinke. Und ich kenne das von mir, wenn ich nicht genug trinke, aus welchen Gründen auch immer, kriege ich sofort Kopfschmerzen. Ist das bei dir auch so? Unter anderem, ja. Also ich habe Dauerkopfschmerzen, auch wenn ich das nicht, also wenn ich halt auch durchschnittlich ganz normal trinke, aber liegt auch daran, dass ich selbst auch Bluthochdruck habe. Aber wenn ich halt wirklich weniger trinke, dann ist es noch schlimmer. Und das ist nicht schön. Trotz Akzeptanz. Die Inkontinenz ist bis heute Sams ständiger Begleiter. Und mir war vor unserem Gespräch gar nicht bewusst, dass Blasenschwäche viel mehr bedeutet als bloß, dass es eben läuft. Ständige Blasenentzündungen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, immer dieses Planen müssen, wann trinke ich wo, wie viel, habe ich genug Schutzhosen im Gepäck. Puh. Umso mehr bewundere ich Sam für seine Kraft, mit all dem irgendwie zurechtzukommen. Wenn ich nochmal auf dieses Körpergefühl zurückkomme, wie fühlt sich dieser Kontrollverlust
von dem wir gerade gesprochen haben. Wie fühlt sich das an? Total hilflos. Überhaupt, also richtig hilflos. Ich habe, weil ich ja einfach kein, ich kann es überhaupt nicht steuern. Ich weiß, also vom Körper, ich möchte es gerne unterdrücken, ich möchte es gerne in mir halten oder so lange halt unterdrücken, bis ich halt irgendwie auf Toilette gehen kann, aber es geht ja nicht. Und es ist schon eine totale Verzweiflung. Hast du auch Schmerzen? Leider ja. Es kommt auch immer drauf an, wie mein Körper an sich drauf ist. Aber wenn ich versuche, es innezuhalten, also halt drin zu halten oder irgendwie so etwas zu unterdrücken, kann es sein, dass ich Tage hinweg noch eine Blasenentzündung bekomme, die teilweise auch Wochen bleibt. Du kannst bis heute nicht kontrollieren,